Shiwa, Catties, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen React-Folge von den Twitch Tips Germany. Wir sind heute bei der 218 angelangt. Das Ganze heißt Reaktionen für Geld. Ja, also ich reagiere auch ohne Geld. ja, wir schauen uns das jetzt zusammen an. Eingeführt wird das Ganze heute von den Rocket Beans. Raketenbohnen. Interessanter Name. Aber gut, Josie's Cat ist auch ein interessanter Name und auf dem Kanal seid ihr hier. Und wir gehen mal rein. Das heißt, wir wechseln rüber in den Live-Bereich. Und ja, schöne Kirschblüten. Ich liebe Kirschblüten. Habe ich euch das schon mal gesagt? Ja. Gut, von der Technik her höre ich, ich bin allgemein gut zu hören und gut zu vernehmen und deswegen starten wir rein. Hier seht ihr sie schon, die Rocket Beans Reaktionen für Geld 218 und rein geht's. Moment, ich sollte verstehen. Ja, passt auf. Okay. Ich hoffe, ihr habt ein Clip und schickt es auch Twitch Clips Germany, da muss es rein. Ja, oder? Auf jeden Fall. Twitch Clips Germany, das ist ein Zubrecher, erzähl mal schnell hintereinander. Genau. Du kannst jetzt auch sagen, sag mal, ich verspreche dir, wenn du jetzt sagst, herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany, bist du drin. Mach mal da direkt rein. Alle winken. Herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany. Hallo! So, da war ein S zu viel, wir müssen das nochmal machen. Nein, das ist witzig. Mut zu kleinen Fehlern, das ist nur sympathisch. Oh, das ist wirklich. Das ist nur sympathisch. Ja, da war ich ein Klick zu schnell, aber hey, das ist wirklich mal gut. Ich finde es auch toll, Twitch Tips Germany, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sollte wirklich mal überlegen, ob ich hier nicht diese Umschaltung mit der Kamera mache. Das ist aber auch ganz gut. Wieder was ich reinbringe. Das ist jetzt zwar nicht deswegen, aber ich wegen was anderem. Also, ja, genau. Okay, aber erkläre ich euch demnächst. Weiter geht's. Aufs Pad und Hintergrund passen. Oh ja, stimmt. Oh mein Gott. Es sieht aus, als wäre ich. Oh mein Gott. Also, wenn das ihre Zugangsdaten waren, ich weiß da nicht für was, aber das wäre dann sehr, sehr schlecht, wenn man die oben im Bildschirm einblendet. Und ja, genau. Das tut man nämlich überhaupt nicht. Jetzt sehe ich gerade, dass ich hier unheimlich schlecht zu sehen bin. Das heißt, ich muss gerade mal ganz kurz. Gut. Passwörter im Stream einblenden, ganz schlechte Idee. Wenn man noch da vielleicht auch dazu sagt, für was man sie braucht, noch schlechter, weil damit kann man ganz schön viel verlieren. Genau, so. Und da, dieser Avatar sieht interessant aus. Ja, muss ich mal so sagen. Finde ich. Weiter geht's. Es kommt gleich eine Cutscene, nicht erschrecken. Oh, speichern. Ist ja gut, als ob hier was schief gehen sollte. Übrigens, witziger Bug, wenn. Oh. Ja. Mega funny. Ja, so kann's gehen. Deswegen sage ich euch auch immer wieder, wenn ihr irgendetwas spielt, wo es eine Möglichkeit gibt zu speichern, speichert, was das Zeug hält. Weil nur wenn ihr speichert, was das Zeug hält, dann könnt ihr auch sicher sein, dass ihr nicht zu viel verliert. Ihr müsst, wie gesagt, nicht bei jedem Schritt speichern, Schritt, speichern, Schritt, speichern. Aber so alle 10 Minuten speichern wäre schon nicht schlecht. Bei Online-Spielen, so wie ich das ja mache, ich spiele ja unheimlich gerne Online-Spiele, also Online-Rollenspiele, da ist das natürlich dann wieder was anderes. Bei MMOs speichern den Spielstand woanders. Da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Aber wenn ihr Singleplayer-Spiele spielt, jetzt gerade aktuell ist ja draußen Baldur's Gate 3, wenn ihr das spielt, speichert viel damit, wenn solche Abstürze passieren, ihr nicht zu viel verliert. Weil das kann euch richtig ärgern. Ihr habt das Spiel fast durchgespielt, kurz vor Ende Absturz und ihr habt vergessen zu speichern. Und dann für wieder von vorne anfangen. Genau, weiter geht's. Und tschüss, da war der Stuhl weg. Und da ist der Greenscreen fast weg. Ja? Chat, ich lebe. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, dass du lebst, aber man hat einen sehr weirden Greenscreen und vor allen Dingen durch den Fall ist der sehr interessant geändert. Was ihr im Übrigen, nur damit ihr das wisst, das, was ihr hier im Hintergrund bei mir seht, ja, auch wenn das geblurrt ist, das ist mein Original. Ich habe keinen Greenscreen. Das ist original. So sieht es bei mir aus. Also, nicht natürlich ungeblurrt. Ich sehe das normal. Aber ja, so ist das. Da hinten zum Beispiel, also da. Das da, dieses Orangene da mit den Flecken drauf, das ist ein Sessel, auf dem Kuscheltiere sitzen.
Nur damit es mal wisst. Erste Reaction auf Originalclip. Reaction auf die Reaction. Reaction auf die Reaction der Reaction. Reaction auf die Reaction auf die Reaction auf die Reaction. Glaub ich. Marty, das üben wir nochmal, weil so viele Reactions auf eine Reaction, die man reacten kann, gibt es gar nicht. Ja, ist so. Weiter geht's. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich habe ein lustiges Geräusch gehört. Ich finde das... Das stand dein Hutter. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Jetzt vor lauter Schreck dabei wollte ich doch euch... Moment, hab doch was von meinem Mann geschenkt bekommen. Wir waren letzte Woche nämlich wo? Ich erkläre euch nachher im Zwischending. Aber ich muss mal ganz kurz den Kopfhörer absetzen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ja, ich habe jetzt Katzenohren. Auch wenn die Katzenohren nicht ganz so gut funktionieren, wie sie sollen. Die muss ich noch richtig einstellen. So. So, ja, gut, wir lassen sie mal so. Ja, habe ich von meinem Mann bekommen. Ja. So, weiter geht's. Also eine Traitor-Falle, besser gesagt. Oh. Wir müssen alle umbringen. Los, Lakaien, los! Lakaien? Mel, du wirst eine eigene Plakette bekommen, wo dran steht, dass du bemüht warst. Was hast du gemacht? Ja, so kann's auch gehen. Gar nicht so schlecht. Und ja. Ja, er war sehr bemüht. Also er war übermotiviert und das ist doch schon mal gar nicht so schlecht, oder? Ja, genau. So. Warum er jetzt so das eine Ohr einblendet und das andere fast ausblendet, komische Sache. Muss ich doch mal ein bisschen gucken, wie ich das hinkriege. Wenn du auf einer Hausparty ein zues Bier bekommst. Ja, mach das auf, Mann! Entschuldigung. Ja, also schreien, also und vor allen Dingen gegen Bier schreien, ganz schlechte Idee, muss ich mal sagen. Ja, ich weiß, heute schreit keiner wegen Werbung. Aber das ist halt einfach so. Falls jemand Werbung sieht, bitte was sagen. Also, ja, weiter geht's. Nicht schon wieder so ein Pilz jetzt hier, ne? Nein, den Pilz nicht, aber irgendwas anderes. Ja, und los. Das ist nicht gut. Mach weg die Scheiße. Ja, so kann's gehen. Wir haben so oft, dass die Leute in den Rollenspielen oder Teilrollenspielen, also Dark Souls Games und so, Zauber werfen und sich dann selbst die Luft sprengen, wegsprengen, umsprengen, erschlagen und wie auch immer. Leute, kapiert das doch endlich mal. Rückstöße sind auch in Games mittlerweile gang und gäbe. Also macht ein bisschen langsamer und schon funktioniert das Ganze. Ich hasse Fortnite. Oh mein Gott, was war das denn? Ein Treffer? Ja, du hast getroffen oder wie oder was, weshalb oder warum. Und was da vom Himmel runterkam, war eine auf dem Surfbrett. Es gibt halt die unmöglichsten Orte zum Surfen, genau. Ich will das Handorf. Sind wir in Handorf? Ich habe eine Frage. Internet, kann man das hier kaufen? Oh Gott, ist das peinlich. Fahr bitte weiter. Entschuldigung. Ja, das hatten wir jetzt gestern auch. Dörfliche Gegenden sind in Deutschland ja immer noch sehr unausreichend mit Internet versorgt. Wir haben dabei übrigens gestern rausgefunden, dass unter 1% in Deutschland Städte sind, Großstädte, die wirklich gut abgedeckt sind. Und der Großteil Deutschlands ist ländliche Gegend. So, wir hatten bis gestern einen Dozenten, der kam aus der ländlichen Gegend Nordhessens. Und ja, gestern Abend ging dann kurz vor Feierabend ein Gewitter los und schwuppdiwupp war er weg. So hatten wir ein paar Minuten früher Feierabend, so rein
theoretisch gesehen, praktisch natürlich nicht, aber theoretisch gesehen. Und ja, das führte dann halt dazu, dass wir am Ende eine Sache nicht besprechen konnten, was aber nicht ganz so schlimm ist, weil wir die für die Prüfung nicht brauchen, beziehungsweise die können wir nächste Woche besprechen mit dem neuen Dozenten, weil das Lernfeld geht weiter, wir haben nur zwei Dozenten. Manchmal ist es komisch, ist einfach so. Lassie, stimmt. Jetzt, wo du sagst, Lassie ist eine Hunde... Nein, Clarence. Nicht eine Hunde-Serie. Oh mein Gott, ich hab doch nach Löwen gesucht, ich blöde ja, nicht nach dem Hund. Oh, jetzt habt ihr mich komplett irritiert mit dem Hund. Ja, warum? Moment. Du sitzt doch da und spielst. Du wirst doch die Frage lesen und nicht der Chat. Warum hörst du auf den Chat? Geh an dein eigenes Wissen. Das ist das Wichtige. Das sage ich auch immer in der Lernzielkontrolle. Dann werdet ihr Ende eines Kurses schreiben. Wichtig ist nicht, das für irgendwelche anderen Leute, auch wenn wir dafür Noten kriegen, aber die sieht keiner außer unser Standort, der Dozent, der bei dem wir das Ganze machen und wir selbst. Aber wichtig ist das zu sehen, was können wir? Weil wir müssen am Ende die Prüfung schreiben, nicht irgendein Dozent, nicht irgendjemand vom Amt, nicht irgendjemand von unserer Schule, sondern wir schreiben die Kontrollen und das ist das Wichtige, genau. Mal gucken, wo ich drin war. Twitch. Ich war sogar in der 157-Folge. Nicht Witch Clips Germany, Twitch Clips. Clips. Twitch Clips Germany. 157, da war ich. Ja, so sieht man mal, es geht mir manchmal auch so. Ich brauche ein paar Anläufe, um etwas zu schreiben, aber nur manchmal. Meistens kriege ich das gut hin. Das liegt immer daran, wenn meine Tastatur nicht so liegt, wie sie normal liegen soll, dann kann ich nicht richtig schreiben. Das ist einfach so. Ich bin gewohnt, in einer bestimmten Form liegt meine Tastatur und dann tippe ich darüber. Und ja, liegt sie ein Stück falsch, sodass ich meine Finger um einen Zentimeter verschiebe, dann passt das nicht mehr. Und dann muss ich zwei, dreimal ansetzen, bis ich die Tastatur wieder richtig hingelegt habe und dann und funktioniert. Gut. Aber das war jetzt schon ein bisschen weird, was sie da gemacht hat. Okay, weiter geht's. Das wäre mir lieb. Hey, der fällt hoch. Jetzt fällt er runter. Und tschüss, und tschüss, und ganz tief, ja, und tschüss. Hi, Chat. Ich bin so wütend auf diese Ja, das kenne ich. Ey, ich werd moschusick hier. Toni, bitte sag mir nicht, dass du Alt-F4 hast. Nein, Alt-F4 hat sie nicht. Sie hat normal ausgeloggt, aber das kann ich durchaus nachvollziehen. So, ich erkläre euch jetzt auch warum. Ich spiele ja momentan etwas exzessiver, wenn ich Zeit habe. Final Fantasy 14. Und war jetzt an dem Punkt. Oder an einem Punkt in dem Game, wo ich einen Doppelkampf führen muss. Also da kommt eine Cutscene, Kampf. So, und das ist äußerst wichtig. Und im zweiten Kampf muss man einem Mitglied seiner Gruppe, das ist eine NSC-Gruppe, weil das macht man mit NSCs, in diesem Fall, muss man seine Ätherkraft, die man aufsammelt während des Kampfes. So. Und beim ersten Mal habe ich nicht ganz verstanden, was ich machen musste. Beim zweiten Mal habe ich es dann verstanden, bin aber draufgegangen. Dafür habe ich dann einen Tag gewartet, habe gesagt, ich gehe jetzt mal schlafen, ruhe mich aus, mache das weiter. Habe das dann wieder gemacht. Nächsten Tag fing ich an. Es funktionierte beim ersten Mal ganz knapp, verloren, okay, ist in Ordnung, passiert. Beim zweiten Mal, wo ich es dann an diesem Tag versucht habe, habe ich mich dermaßen angestrengt, war 80 auf meiner Seite, der Gegner sammelt das auch auf, das sind auch NSCs, das sind aber die bösen NSCs, die anderen waren bei 50. Ja, 50. Die machen in einer Schritten, wir machen immer in 20er Schritten. So. Die waren bei 50.
Ich habe krampfhaft versucht, innerhalb dieser Zeit, wo die 50 dann aufgestockt haben, meine 20, die mir noch fehlten, in den Charakter zu pumpen. Das funktionierte aber nicht. Jedes Mal, wenn ich fast dran war, blub, getroffen, blub, getroffen. Ich habe alles weggepustet. Als ich fast fertig war, wurden alle wieder zurückgesetzt und waren alle wieder da und gingen alle auf mich drauf. So, und dadurch habe ich verloren. Ich habe vor lauter Wut auf meine Tastatur gehauen, auf meine neue Tastatur. Ich entschuldige mich noch einmal bei meiner Tastatur dafür, denn die konnte nichts dafür eigentlich. So, ich habe dann aber geschlagene 10 Minuten gebraucht, alles wieder so hinzukriegen, dass ich endlich wieder spielen konnte. Dann habe ich es geschafft. So, nur dass ihr es wisst. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man sich ärgert, wenn etwa im Spiel etwas nicht funktioniert. Ach, du musst auch. Ja, man schießt nicht auf Katzen. Nein. Kinder, schwierig, kann man machen. Katzen, nein. Katzen, nein. Nein, auf gar keinen Fall. Katzen und Hunde auf gar keinen Fall. Nee. Das, und deswegen mag niemand Gronkh, okay? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Einer muss doch mal die Experimente wagen. Einer muss sich aus der Bequemlichkeit der Gesellschaft herauswagen und all diese Dinge in Spielen ausprobieren, die sonst niemand probiert. Einer muss es doch tun. Und die Katze hat als einzige einen Namen im gesamten Spiel. Und ich habe gedacht, es gibt ein Achievement. Ein Achievement. Also, diese Argumentation könnte man gerade noch so gelten lassen, aus einem einzigen Grund, weil es war ein Spiel. Aber ich muss den beiden am Anfang recht geben. Man schießt nicht auf Katzen, man schießt nicht auf Hunde. Kinder. Ja, also auch schwierig. Das lassen wir auch mal. Aber, ja. Also auf Katzen auf keinen Fall. Definitiv nicht. Auf Katzen wird nicht geschossen. Auch nicht, wenn man Gronkh heißt und auf Achievement jagt ist. Genau. Ich habe schon gesehen, das ist hier so Gold. Das Gott, wenn alles nicht gleich gut. Nass wird, Alter. Ich hab's gecallt. Es wird alles nass. Ich hab's gecallt. Wow, du bist toll. Wunderbar, du hast gecallt, dass es das wird. Ja, warum machst du da die Dose auf? Wenn du es sowieso schon weißt, wenn man Kohlensäure-Sachen schüttelt, dann ist klar, dass die nass werden. Also, nein, dass es nass wird, so rum, jetzt. Weil Kohlensäure bläht sich auf dann und sprudelt raus, ganz einfach. Ja, 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 so. Genau. Wie der Dude mich einfach nicht kriegt. Haha. So einfach kann's gehen. Ich sag es, wie oft soll ich es noch sagen? Denkt dran, dass wenn ihr etwas spielt mit Kamera und Mikrofon, ihr das nicht alles laut sagt, weil das Spiel reagiert darauf. KI. Das ist der Grund. KI. Wenn ich es beantworten kann, die Fragen, dann kann ich sie beantworten. Wenn nicht, dann kann ich sie nicht beantworten. Das wäre jetzt ein schöner Spruch der Woche gewesen eigentlich. Aber es ist ja normal, dass man, wenn man Fragen nicht beantworten kann, sie nicht beantworten kann. Und wenn man Fragen beantworten kann, sie beantworten kann. Eigentlich ist halt so. Ja, weiter geht's. Mach mal. Oh, so kommen wir an die Straße runter, Bruder. Genau deswegen. Oh, das war hart. Also der eine hat Glück, der andere nicht. Aber ist aber was Neues. Eine coole Haubenfigur für ein Motorrad. Ist gut. Hey Miri, ich sitze gerade mit deinem Mann zusammen in Codenames und der hat gerade bei Sanaconda erstmal vergessen, dass das ein Pokémon ist. Hättest du die Güte, ihm einfach irgendwas gegen den Kopf zu werfen? Das kommt von mir. Ich werfe auch gern 5 Euro in deine Richtung. Mir geht es nur darum, dass er Schmerzen hat dafür. Also, wenn man bestimmte Pokémons nicht kennt, ist das eigentlich nicht schlimm, aber das sollte man kennen. Es ist genauso wie, oh, guck mal, ein schönes Lamm hast du da in deinem Portemonnaie. Das ist kein Lamm, das ist Voltilamm, das ist ein Pokémon. Übrigens mein Lieblings-Pokémon. Neben Evoli. Nein, Pikachu nicht, aber Evoli.
Ich liebe Evoli. In allen Formen und, und Entwicklungsstufen. Genau. Grüso, ich habe keine Ahnung. Ich hätte es, glaube ich, googeln müssen, um zu wissen, wie man es schreibt. Au! Weiß ich nicht. Warum? Warum solltest du mir was sagen? Weil du nicht wusstest, dass das eine Pokémon ist. Deswegen solltest du was an den Kopf geworfen bekommen. Ganz einfach. Weiter geht's. Dieses eine Loch jetzt auszugraben. Ich muss nur gucken, wo es nochmal genau war. Lasst mich raus! Hallo? Scheiße, ich habe alle umgebracht, die mich, glaube ich, rauslassen hätten sollen. Ich habe die ja oben alle umgebracht. Okay. Ja, so kann's gehen. Manchmal sollte man NSTs übrig leben lassen, weil sie wichtig sind. Und nicht alle gleich umbringen. Ja, genau. Aber ich fand das interessant. Sie muss ein Loch finden, das sie ausgraben kann. Man kann Löcher ausgraben. Aus irgendwelchen Gründen reagiert jetzt gerade mein System. Ah, jetzt ist es wieder grün. Ja, 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 manchmal ist es so. Wenn ich jung war, lange bevor der Rande der Welt, wir hatten mit meiner Freundin eine riesengroßen Party. Wir waren so besoffen. Wir kotzten wie die Schweinehunde, tranken Bier. Digga, das ist einfach mein Leben. Das so, das an. Ja, ja, ja! Bedenke, wenn etwas schief gehen kann, dann geht es garantiert schief. Und das ist richtig schief gegangen. Viel Spaß beim Aufräumen. Ach, was hat er wirklich gesagt? Er hat wirklich Schnitzelwagen gesagt. Den Schnitzelwagen? Was ist denn ein Schnitzelwagen? Das klingt ja richtig eklig. Nein. Den Schnitzelwagen? Ja, genau. Das ist der berühmte, der berühmte Hitverhörer. Ja, das ist wie Anneliese Braun. Ja, das kennt ihr bestimmt. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Aber ich garantiere euch jetzt eins. In diesem Lied, wenn ihr das hört von Roland Kaiser, ihr werdet nie wieder etwas anderes hören als Schnitzelwagen. Anstatt Schritt zu wagen. Es ist so. Weil ihr das jetzt immer im Kopf haben werdet und ihr werdet immer auf den Punkt achten, wo kommt das? Das habe ich irgendwo mal gehört. Wo kommt das? Wupp. Und also ihr hört nichts anderes mehr. Das ist so. Reingeschoben, habe ich gedacht, wow, die Adern, wow, da pulsiert aber ganz schön in meinem Mund. Habe ich erstmal abgeschleckert eine Stunde und dann kam die große Überraschung, die spritzt dann heraus. Ich dachte, das bleibt unter uns, Erik. Genau, Paul. Genau. Mehr kann man dazu nicht sagen. Jeder braucht eine Klopapierrolle an seinem Schreibtisch. Wirklich, jeder braucht eine Klopapierrolle an seinem Schreibtisch. Why? Vor allem, wieso? Und warum läuft sie jetzt? Jeder braucht eine Klopapierrolle an deinem Schreibtisch. Die dekadenten Leute haben eine Taschentuchbox, okay? Stimmt, stimmt, stimmt. Moment, Moment. Moment. Hab ich auch, Seht ihr, und ich musste gar nicht so weit rübergreifen. Dekadente Leute haben, haben keine Klopapierrollen, sondern Taschentuchboxen. Oder Taschentuchpackungen. So. Der braucht schon Klopapierrollen. Taschentücher kann man viel häufiger und viel besser gebrauchen. Genau, weiter geht's. War okay. Ich hatte sehr gute Zeiten in Telefonzellen. Du hattest sehr gute Zeiten in Telefonzellen. Ja, früher auch. Im Übrigen, für die Leute, die nicht wissen, was eine Telefonzelle ist, das ist das altertümliche Handy. Das hatten wir in unserer Jugend. Da gab's das Handy noch nicht. Und da sind wir in Telefonzellen. Da haben wir dann Geld oben reingeworfen, so in Schlitze. Früher, danach gab's dann irgendwann Karten. Dafür. Und da haben wir dann bei unseren Eltern oder Freunden angerufen, wenn wir unterwegs waren. Ja, da war also richtige Telefone, so mit Tasten. Ganz, ganz früher gab es dann auch noch mit Wählscheibe. Für die, die das noch denken. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Ich bin uralt. So. Und je mehr Drogen, desto weniger die Hemmschwelle. Und das ist halt so das Ding. Finger weg von Drogen, Chat. Sonst das da. So, jetzt muss ich dir mal sagen, du erzählst Unsinn. Das hat mit Drogen gar nichts zu tun.
Am Wochenende waren wir auf dem Main-Matsuri. Hier in Frankfurt. Nein, nicht in Frankfurt, das war diesmal in Offenbach. War aber sehr, sehr schön. Super Platz. Ich muss sagen, auch als Frankfurterin, ich hoffe, sie bleibt da, weil das ist eine geile Location. Es passt wunderbar. Es ist viel Platz. Man kann viel tolle Dinge machen. Und es war ein wunderbarer Contest im Cosplay. Und es sind auch so viele, viele Cosplayer rumgelaufen. Ganz, ganz viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Und unter anderem auch einige Männer in weiblichen Charakteren. Also die haben als Mann einen weiblichen Charakter gemacht. Und das finde ich sehr, sehr mutig. Gibt's von mir einen Daumen hoch. Eins allerdings bitte nochmal. Wenn irgendjemand das hier sieht, der auf dem Main-Matsuri war, bitte sagt mir doch, wer am Samstag den Contest gewonnen hat. Ich musste leider etwas früher weg und habe das nicht mehr mitbekommen. Aber auf die Frage bei Facebook hat keiner reagiert. Was bringt dieses Reagieren Reichweite? Und Geld! Geld, 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 Geld! Ach ja, und ein bisschen Spaß und so, weil man dann coole Videos sieht und sowas, ne? Aber Geld, 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 Geld! Also ich reagiere, ohne dass ich dafür Geld, 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 Geld kriege. Ein bisschen was kriege ich. Aber das ist nicht so viel, dass ich was rauskriege dabei. Am Ende verfällt es eh. Also, ja. Aber ich mache das aus Spaß, weil es mir Spaß macht und weil ich hoffe, dass es auch euch Spaß macht, wenn ich etwas reacte. Ja, genau. Springt über eine Kiste Bohnen. Ja, es wurde doch gesagt, was du machen sollst. Spring über die Kiste Bohnen. Weil dachtest du, die Kiste bleibt da stehen oder was oder wie? Natürlich wird die hin und her geschossen. Sonst würdest du ja nicht springen müssen. Dann drückt man auf den Knopf, dass man springt. Ist so. Was waren deine letzten drei Länder? Paris? Keine Land, ist kein Land. Paris ist kein Land, Paris ist eine Stadt in Frankreich. Um genau zu sein, die Hauptstadt von Frankreich. Also wäre die richtige Antwort gewesen, Frankreich. Weiter geht's. Nein, nein! Nein! Ich bin so ein Vollidiot, habe ich jetzt wirklich auf alte Wege gedrückt. Hast du, ja. Wie dumm kann man sein? Alt F4, für alle die, die es wirklich nicht wissen, Alt F4 schließt alles. Das heißt, nein, nicht alles, aber das aktive Fenster, was ihr offen habt, das wird zugemacht. Unwiderruflich. Also ihr könnt das nicht abbrechen oder was, das funktioniert einfach, das ist so. Oh Mann, Leute gibt's. Meine größte Errungenschaft vom Event in München ist folgendes hier. Ach, ich traue mich gar nicht, das zu zeigen, weil es so unglaublich viel wert ist. Ein Autogramm von der Doni. Hier, für den süßen Arthur von Doni HDGDL-Chat. HDGDL, sogar ein G dazwischen. Seht ihr das? Ja, und das heißt, hab dich ganz doll lieb. Und bei wie viel 100 Leuten hat sie das drunter geschrieben? Ja. Frag dich mal, ob das ernst gemeint war oder ob das einfach nur war, weil sie es runterschreiben wollte, so allgemein. Ich habe schon, wie gesagt, ich habe schon wieder alles vergessen. Der hängt mit in der Wand. Ich glaube, der hat sich erhangen, der hatte keinen Bock mehr. Aber in die Mauer? Also ich wüsste angenehmere Arten, sich aufzuhängen, als in eine Mauer mit dem Kopf. Außerdem, vor allen Dingen, das dauert ja viel zu lange. Bis man, du musst ja warten, bis die Leute so weit sind, dass das auch hält am Ende. Grafikbugs. Einfach nur Grafikbugs. Ist das wild zu sagen, ich mag Toiletten? Ich mag Toiletten. Zwar nicht den Toilettengang, aber ich mag Toiletten. Und Scheiße. Dazu kann ich was sagen. Ich habe gestern auf Facebook ein schönes Bild gesehen. Da saß eine Katzenstatue, eine ägyptische, und davor eine Katze. Und die Katzenstatue meint: Du, die Menschen vergöttern uns noch immer? Da meint die kleine Katze vorne:
ja, ich mache in eine Box und sie machen sie sauber. Und dann sagt die Statue wieder drauf, cool. Hä? Du hältst das falsch rum. Da kommt nichts raus. Sebastian, da kommt nicht. Sebastian, ich bin doch nicht dumm, Alter. Ach so, du musst den Deckel abschrauben. Ah. Ach so. Okay, ja, ja, okay. Das, ah, ja, mein Gott. Junge. Ja, entweder Deckel abmachen oder das Ding richtig rum halten. Ja. Manchmal sind das auch elektrisch, da muss man dann oben einen Knopf drauf drücken. Man sollte halt wissen, wie die Salz- und Pfefferstreuer funktionieren, die man benutzt. Die jetzt alle Tipps, dann fliegen dir mehr Muschis zu, als du vögeln kannst. Aber lass uns auch noch ein paar übrig. Gib mir mal dein Pifon. Hier. Der Moment, in dem du feststellst, dass das Trinken in diesem Moment völlig unsinnig war und gar nicht gut. Und ja, gerade bei Larry Lasher sollte man sich überlegen, dass gerade solche anzüglichen Aussagen kommen könnten. Ja, das ist halt so. Das Spiel ist in dieser Art. Weiter geht's. Heute unsere Karten stehen heute mit Lebensfreude, Spiritualität, Restecke. Also, Spiritualität und Restecke. Restecke hatten wir letzte Woche, in den Twitch-Clips. Und Spiritualität ist doch nichts Schlimmes. Das kann man doch einfach so sagen. Spiritualität. Aber denkt dran, Spiritualität ist immer so eine subjektive Sache, keine objektive. Wenn auch du in den Folgen dabei sein möchtest, dann verifiziere dich jetzt auf www.twitchclipsgermany.de. Einfach kurz die Erlaubnis geben und als Clip einschicken. Und mit etwas Glück bist du in der nächsten Folge dabei. Das sollte ich auch endlich mal machen. Einfach so. Weil es könnte ja sein, dass jemand klippt. Und dann könnte man das sehen. Dazu müsste ich aber meine Clip-Ecke auf Twitch einfach mal aufräumen, damit das da nicht Sachen drin sind, die nicht hochgeladen werden sollen. Gut, das werde ich die Tage machen. Also, ab nächster Woche dürft ihr dann auch klippen. Falls ich nächste Woche was mache. Okay. Was soll ich tun? Ja, mach mal den Kopf dahin. Wie schlecht bist du? Ich kann nicht, ich muss lachen. Also, das ist eine Kunst. Direkt drauf zu blasen und nicht den Löwenzahn nicht dazu zu bringen, dass er seine Samen verstreut. Das ist. Ja. Ja. What the fuck? Ich hab ihn im Arm abgeschnitten. Das heißt, ich hab eine Chance. Es sei denn, ich falle runter. Ja. Wer abstürzt, hat von vorne weg schon verloren. Das ist doch ganz klar. Also, weiter. Nur zwei Striche. Ich war nur zweimal auf dem Strich. Das war jetzt wieder eindeutig. Zweideutig. geil. Ja, so kann's gehen, so kann's gehen. Und ihr seht, meine Kamerasteuerung funktioniert endlich mal wieder ordentlich. Ah, da muss ich an das fucking cringe Geburtstagsgeschenk von meiner allerersten Freundin denken, die ihren nackten Oberkörper in Gips als Abdruck gemacht hat und hat mir den dann geschenkt. Und dann stand der bei uns im Partykeller und immer wenn alle meine Kumpel da waren und gesoffen haben, war da halt einfach ein nackter Gipsabdruck von meiner Freundin. Und das war so fucking cringe, aber ich konnte es auch nicht wegwerfen oder so. Weil es war halt das Geburtstagsgeschenk. Aber es war so scheiße einfach. Sowas sagt man auch im Nachhinein nicht, dass es einem nicht gefallen hat. Geburtstagsgeschenk oder Geschenke allgemein benutzt man oder stellt sie auf.
egal wie, es findet sich immer irgendwo eine Stelle, wo man sie hinstellen kann. Gut, okay, der Abguss eines Oberkörpers ist schon ein bisschen schwierig, weil der ist etwas größer. Aber naja, gut, vielleicht hättest du ja auch außerhalb des Partykellers in einen anderen Raum vom Keller stellen können. Nur mal so angedacht. Wir haben ey, übrigens, der nimmt ja auch, der macht ja auch mit hier bei Seven vs. White, ne? Wir sind ja ein Team. Im Team, nicht in Team. Oh Gott, ey. Ja, aber wenn ihr in Team sein solltet, das ist doch eure Sache. Aber ihr seid in einem Team. Sollte man es vielleicht sagen, dann passt es. Ich hätte gerne Arthur jetzt hier vorne. Oh. Arthur? I wanna know if you'll be my girl. I wanna know if you'll be my girl. Dankeschön, Dankeschön. Sehr gut. Ja, das war sehr, sehr schön. Ich habe den Stream leider nicht verfolgt. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, genau. Aber ich glaube, der Wix kommt jetzt wieder ein längerer Stream von denen. Ich bin mir aber nicht sicher. Muss ich mal wieder gucken. Ich gucke sie in letzter Zeit zu selten. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich komme in letzter Zeit zu selten dazu, sowas zu gucken. Aber weiter geht's. Ja. Nicht. Sind jetzt alle wieder da? Ja, alle wieder da. Eins. Zwei. Nein. Hi. Nochmal von vorne. Ah, okay. Passt. Eins. Zwei. Wir schaffen es nicht mal durchzuzählen. Du hättest vielleicht vorher Zahlen vergeben sollen. Also du bist die 1, du bist die 2, du bist die 3, du bist die 4. Wenn alle denken, dass sie die 2 sind, dann ist es ja klar, dass er nicht durchzählen kann. Also, ist so. Ich ramme jetzt erstmal den hier. Also 22 von den Dingern habe ich schon von Heavy Modular Frames. Bitte, oh fuck. Und nein, tschüss, nein, doch, du fällst in die Tiefe. Das hast du verdient. Das hast du ja, einfach genau. Verdient. Genau. Alter, was zur Hölle hast du getan? Was Dummes. Was sehr Dummes. Wenn man ein Tier rammt, garantiert nicht so, dass man unter ihm liegt. Mit einem Buggy, mit einer Federung, die so geil ist wie ein Känguruschuh. Ey, was soll ich machen? Wie soll man hier so spielen? Ja! So hatte ich es gestern auch, als ich im Unterricht war. Da lag auch unsere Katze hier quer über meinen Schreibtisch gelegt. Bevor ihr euch wundert, ich hatte gestern Homeoffice. Habe ich auch noch Montag und Dienstag. So. Oh, hallo. Nein, wie gemein ist das denn? Es ist ein Horror-Game. Du glaubst doch nicht, dass die ein Horror-Game süße Tiere implementieren, ohne es dabei Hintergedanken zu haben, oder? Also wenn du das denkst, dann hast du noch nie ein Horror-Game gespielt. Endlich Kopfsteinpflaster. Ich hab's mir gewünscht. Mann, hab ich mir das gewünscht die ganze Zeit. Freu ich mich aber. Ja, Kopfsteinpflaster mit dem Motorrad oder Fahrradfahren ist echt geil. Echt geil. Vor allem, wenn man da dabei reden will. Ist echt geil. Oh oh. Das geht nicht gut. Oh, das ist hier ganz... Das geht nicht gut. Gleich fällt's. Ich hör's schon. Das ist das, wo in all diesen Videos immer Sachen passieren. Achtung! Sag ich doch. Das ist aber keine Absicht. Man muss es oben zusammenbauen. Ja. Warum denkt ihr zum Beispiel, macht der Held der Steine solche Sachen immer so, dass er das Zeug, was er braucht, nur verrückt, aber nicht umstellt. Also, wegstellt. Während des Streams. Während
das Video. Klar, weil sowas dann passiert. Ja, ist halt so. So, da wirfst du jetzt alles einfach rein. Ist dann nur Käse mit derselben scheiß Panade, aber mit Panade, das ist Panade. Geil, das ich hab geil. Nicht die Schokolade. Das ist geil. Da ist die Schokolade. Das ist richtig geil. Hier, das ist dein Riegel. Au, aua, nimm ihn bitte. Aua, aua, au, ich au, nimm ihn. Ihn. Ja, ja, der ist heiß. Heißer am heißesten oder so ähnlich. Ja, ja, so. Genau, weiter geht's. Und dann, was ich auch noch hab, ist, das ist mein Lieblingsplatz. Bitte runter vom Tisch. Danke. So. Also wirklich, was, sowas macht man überhaupt nicht. Man kennt ja nicht bei fremden Leuten auf den Tisch, beziehungsweise auch nicht bei bekannten Leuten auf den Tisch. Sowas tut man nicht. Auf dem Tisch haben Füße nichts zu suchen. Ist die weiße Kante? Ich spring drauf. Oh Gott, was machst du? Was ist denn? Die klettert da einfach durch. Willst du mich verarschen? Nein, will sie nicht. Das ist aber ein Bug in diesem Spiel. Das sollte sie nämlich normalerweise nicht tun. Oder du bist zu weit vorne. Ja. Blöd gelaufen. Tut mir leid. Frag sie mal, wie sie Raffaello ist. Beiß erst die Kokosnussraspeln außenrum weg. Dann teile ich die Kekshälfte. Will ich? Dann schlabber ich die ganze Creme raus. Will ich? Zum Schluss esse ich dann die Nuss. Und dann erst den Keks. Oh Mann. Also es ist eine sehr umständliche Art, Raffaello zu essen. Also ich stopfe immer die ganze Kugel in den Mund und dann wird sie langsam abgetragen, aber nicht in dieser Art. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Geschenke auch von der Community bekommen und ich liebe Geschenke. Übrigens, ich habe am 21. Oktober Geburtstag. Oh nein, ist kaputt. Oh Gott. Nichts passiert, das kann man reparieren. Nein, oh mein Gott. Oh mein Karma is a bitch. Und wer so dreist um Geschenke bettelt, hat es nicht besser verdient, dass seine Geschenke im laufenden Stream auseinanderfallen. So. Musste mal gesagt werden. Und ein Maxi King? Ein Maxi King? Okay, das Maxi King. Ich beiß oben einmal rein. Mhm. Dann fange ich an, von unten nach oben zu drücken. Leck dann die Creme, die oben so rastet. Und erst wenn ich die Creme komplett rausgeholt habe, dann esse ich den Rest. Wie weird kann man Sachen essen? Ist das Zeug normal? Verdammt nochmal! Also wirklich! Nice. 1973. Tragedy and despair have struck Central Texas. Ja. Der Moment, in dem du ein Spiel anfängst oder aufhörst und feststellst, dass da noch ein Text kommt. Oder am Anfang ein Text kommt, der erklärt, worum es geht. Kennen wir ja auch nicht. Wir haben ja alle nur Star Wars geguckt, gell? Was ist deine größte Schwäche? Mami. Richtig. Hey, das war cool. Das war cool. Das war richtig cool. Ja. Mikkelsen. Schaut es euch an. Schaut es euch an. So. Und weil sie ein Betrügeli ist. So. Ja, du bist glücklich. Ah, ja! Du Betrügeli! Ja, ein Betrügerli betrügt das andere Betrügerli. Tolles Betrügerli-Team. Hallo zusammen. Tschüss. Das war mies. Aber das kenne ich, das habe ich früher CSGO gespielt. CS gespielt. Guck mal, ich bräuchte keine eigene Security. Aber ich weiß, dass es halt Leute gibt, die ihre eigene Security bräuchten.
süß. Cute. Tod der Pflanze. Sie könnte gefährlich werden. Ja, genau. So ist das. Wirklich süß. Nein, hallo. Ja, ist ja gut. Ach, lol. Nein, oh, ich habe ihn noch genommen. Nein. Warum habe ich ihn nicht bekommen? Ich habe A gedrückt. Hä? Dieses Level. Also, Rede selber verkacken und dann drücke ich A und bekomme den Stern nicht, ne? Ja. So passiert. Aber du hast das Level wenigstens bestanden. Und das, obwohl du runtergekickt wurdest. Schoko-Bananen-Corny. Übrigens, was ist das beste Corny? Jetzt habe ich schon gespoilert eigentlich. Mann, jetzt habe ich eigentlich schon... Mann, jetzt... Nee. Eigentlich... Ja. Also Schoko-Banane, ja, ist gut. Also ich mag aber die Corny eigentlich nicht. Also deswegen... Diese Kornriegel, diese Müsli-Riegel sind eigentlich nämlich voll mit Zucker, das kein Mensch braucht. Das hier ist die Streamtechnik. Hier läuft der Chat. Hier läuft der Dings. Da sind noch ein paar Opfer, die kleben noch an der Scheibe. Dann haben wir hier die verschiedenen Kameras, ja, die im Bus verplant sind. Also das mit den Fans war nicht schlecht. Haben sie gut hingekriegt. Nein, der Zaun ist falsch. Der Zaun ist falsch. Ah! Da fehlt doch nur eins. Das heißt, du musst hinten eins ranmachen und dann ziehst du einfach alle eins vor. Funktioniert. Oder du baust da so einen Schräg rein. Gerade kann jeder. Gerade kann jeder. Shep ist in und Shep ist modern. Alexa, wer ist Schaufenator? Hier ist eine Antwort von einem Alexa Answers Nutzer, die ich übersetzt habe. NATO-Mitglieder, Albanien, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Tschechien, Dänemark. Okay. Darum ging es zwar nicht, aber das hat man oft öfters bei dir. Ich habe die letzte mit meinem Mann unterhalten und plötzlich fing unsere Sprachassistentin im Schlafzimmer an mitzureden. Ist so. Hier. Cool gemacht, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Cool gemacht, weiter so. Hä? Wann redest du? Das können keine Tennisschläger sein. Leute, was ist hier los? Warum ist es ein Tennisschläger? Ich habe zwei Lichter bestellt, Leute, und es kamen zwei Tennisschläger an. Aber mein Name ist schon auf dem Paket. Ja, wer weiß, wo du bestellt hast. Da hat einer nicht aufgepasst. Oder jemand anders hat jetzt seine Lampen und du seine Tennisschläger. Airways. Airways? Ja, warte mal. Eurowings, das ist eine Kampf. Airwings, Eurowings, rumkriegst denn? Der Kontext fehlt, deswegen kann ich darüber nicht lachen. Könntest du deinen Bauchnabel zeigen, bitte? Natürlich kann ich das, aber vielleicht, genau, du kennst das bestimmt von diesen ganzen anderen Pornoseiten, wo du dich aufhältst. Erstmal muss die Kohle rüberwachsen, ja? Bevor ich Loch zeige. Also, mach mir erstmal eine schöne dicke Donation, subscribe mich und dann zeige ich dir gerne meinen Bauchnabel, okay? Nee. Wer will den sehen? Ich nicht. Dafür würdest du von mir gar kein Geld kriegen. Mad Max, was geht? Ich bedanke mich. Dankeschön. Was? Das üben wir nochmal. Das macht man nämlich... Ja, ich hab's auch nicht hingekriegt. Ist gut. Also, ich muss auch noch üben. Ihr sagt doch, wir müssen üben. Au, Öhrchen. Wir haben da noch Platz. Fucking hell nochmal, jetzt habe ich meinen ACE-Saft auf meine Tastatur vergossen. Ich wusste schon, warum ich den die ganze Zeit nach rechts, nach links hinstelle. Oh, leck mich doch am Arsch. Ja,
Flüssigkeit auf Tastatur, ganz schlecht. Das letzte Mal, als mir das passiert ist, konnte ich mir eine neue Tastatur kaufen. Gut, okay. Die hatte das schon öfters hinter sich und diesmal war es extremst viel, was da drüber gelaufen war. Ja, gut. Bin smart. Nein! Nein! Also, Chenyan, wenn du so deine Autos aufmachst, dann wird sich die Versicherung sicherlich freuen, wenn du, weil du musst immer mehr bezahlen. Oder? Was ist das, das Beste, was ich mal geschafft habe? Aber ich war schlaftrunken. Also, ich weiß nicht, ob das jeder Mensch hat, das Gefühl, aber ich glaube schon. Also so dieses, ihr werdet wach und seid erstmal voll noch desorientiert von allem und so. Ich habe mein Handy gesucht. Und ich habe mein Handy mit dem Licht von meinem Handy gesucht. Das war richtig, richtig gut. So, für 5 Minuten war ich so, oh, wo ist mein Handy? Oh. Nö, das Gefühl kenne ich nicht. Also ich weiß, wo ich abends mein Handy hinlege, deswegen weiß ich auch morgens, wo es liegt. Und diese Desorientiertheit habe ich nur, wenn ich völlig übernächtigt oder übermüdet ins Bett gegangen bin, weil ich viel zu spät ins Bett gegangen bin, als ich eigentlich wollte. Ja, weiter geht's. Du Scheißding! Alter, geil. Kann es sein, dass sie eigentlich zu einem Titel das Ganze machen wollte und vergessen hat, die Musik zu starten? Oder so freizuschalten, dass sie auf dem Stream auch zu hören wäre? Ja. Ich lese nur vor, was da steht, was da vom Algorithmus übersetzt wurde. Ich mag kleine Kleinigkeiten, Titten kurz, manchmal elefantenartig und ziemlich androgyn. Okay, wir lernen, dass der Algorithmus, der die Übersetzungen bei YouTube macht, nicht immer perfekt ist. Ist halt Google. Was erwarten wir? Großartiges Fern. Hey, wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, Plötze ist scheiße? Nein, Plötze ist nicht scheiße, das fährt man nur auf dem Laufband. Ist halt so. Und jetzt arbeitest du für uns? Ja, aber ich habe jetzt keinen spezifischen Chef oder so, ne? Also ihr seid da und ich respektiere eure Meinung, aber ich ignoriere sie. Und eure Hoffnungen und Wünsche trete ich mit Füßen. Ja, um nur mich selbst durchzusetzen und hier in dieser Diktatur einfach nur das zu machen, worauf ich Bock habe. Ja, so kann es sehen, so kann es gehen, so kann es gehen. Genau. Jetzt wissen wir Bescheid. Weiter geht's. Oh mein Gott. Horror-Game, Erschrecken inklusive. Sollte man vielleicht auf die Packung schreiben. Ihr kauft ein Horror-Game, Erschrecken inklusive. Hey, gutes Werbeversprechen. Wer das benutzt, ja, ab heute, 30% des Verkaufserlöses geht an mich. Warte mal, werde ich getötet? Warte mal, ist der Generator nicht an? Hör zu, das mit dem Roman. Also ich glaube, der Generator ist jetzt ein geringstes Problem. Das sah nicht gesund aus. Komische Art zu sterben. Ach, ist jetzt eh vorbei. Ja, eben. La 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 la. Ach nee, nicht schon wieder. La 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 la. Ja, das war wieder mal Twitch Clips Germany, die 218 für diese Woche.
Ja, und ja, war ganz toll. Ich fand's lustig, ich fand's gut. Einige hätte man draußen lassen können, andere nicht. Das am Ende hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen mit dem Reingesinge von Milchbaum, aber so ist das nun mal. Ja, würde mich freuen, wenn es euch auch gefallen hat und ihr mir das hier irgendwie zeigt. Da, irgendwo da. Wenn nicht, dann lasst es halt. Aber falls ihr Anregungen, Kritik, irgendwelche Vorschläge habt, was man reacten könnte oder sonst irgendwas loswerden wollt, dann unten bitte in die Kommentare. Wollt ihr dieses Video ohne meine Kommentare hören oder sehen, vielmehr, dann unten in die Videobeschreibung, da ist das Ganze verlinkt. Und was noch verlinkt ist, ist mein Twitch-Kanal. Das heißt, wenn ihr mal live dabei sein wollt, wie ich so etwas reacte, dann einfach da draufklicken, wenn ich nicht online bin, gucken, bin ich online, meistens momentan samstags, morgens, einfach reinkommen, mitmachen, ihr könnt auch im Chat mitmachen, wenn ihr wollt, ja, und ja, das war's dann auch schon für diese Woche von mir, tschüss, sagt euch eure Josie.